Hallo meine lieben Freunde meines Kanals und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich euch zwei Telefonate mitgebracht, die wie immer, naja, ein kleines bisschen verrückt sind. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen beiden neuen Telefonaten. Hallo? Ja? Schönen guten Tag. Mario Schmitz am Apparat, grüße Sie, Herr. Ja, was ist denn los? Wie geht es Ihnen? Ja, ganz schnuckelig soweit. Das ist ja super. Wir rufen Ihnen gerade von das Bitpanda-Unternehmen, Herr. Von Bitpanda? Ja. Aha. Ein Unternehmen, das sich mit Online-Handel befasst. Ach so. Ja, ganz genau. Und nun? Haben Sie... Ja, bitte? Ja, und nun? Haben Sie Erfahrung über Online-Handel? Ja. Okay, gute Erfahrung? Ja. Das ist ja super. Also haben Sie mal früher gehandelt oder sind Sie aktiv in der Börse? Was? Nee. Aber Sie hören sich sehr gelangweilt an. Bitte? Sie hören sich sehr gelangweilt an. So, ich habe Ihnen hier angerufen und nicht zu schreien, sondern ganz normal zu sprechen. Ja, ich sage auch nicht, dass Sie schreien sollen, aber Sie schlafen ja fast ein am Telefon. Ja, mit einem Typ so wie Sie, klar, ne? Ja, aber ist das nicht langweilig, den ganzen Tag Leute anzurufen? Nein, wieso? Naja, weiß nicht, immer wieder so das Gleiche erzählen. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Ja, nein, ihr erzählt doch dann immer allen das Gleiche. 250 Euro Minimum, 1000 Euro Maximum und dann kann man da ganz viele Profite und eigentlich steckt sich nur der Chef die Kohle in die Tasche. Und wer hat Ihnen das gesagt? Ich bin ja nicht doof. Das wisst ihr doch selber, dass das so läuft. Bitte? Nö, ihr habt das nicht gesagt, aber es läuft doch so. Ach so, Sie machen das selber, oder wie? Nö. Was aber will ich Sie das sagen? Aber ich habe ja Ahnung davon. So, sind Sie reingefallen oder wie? Nö, reingefallen nicht, aber man merkt ja, was echt ist und was nicht echt ist und so. Na? Und wie merkt man das? Ja, zum Beispiel, wenn in Deutschland jemand anruft, der eigentlich, naja, ich meine, Sie können jetzt Deutsch, aber meistens können ja alle kein Deutsch, die anrufen. Meistens verstehen sie ja nicht mal, wenn man sich unterhält. Und sagen dann einfach nur ja und lachen ins Telefon und wollen dann 250 Euro ergaunern und das war's dann eigentlich schon. So kann man die ganzen Gespräche zusammenfassen, ja. Ja, aber ich habe Ihnen ja gar nichts gesagt, ne? Also Sie sollten ja nicht das als ja annehmen, also dass Sie ja das machen. Ne? Mhm. Wir haben Ihnen kontaktiert, wenn Sie Nein sagen, ist ja Ihr Recht. Ja. Das heißt nicht, dass Sie ja das müssen ja unbedingt machen. So, ich mach mal Bitpanda auf hier, so, Moment. Bitpanda.com oder .io? .com. .com. So, hat sogar eine deutsche Seite. So, hat sogar von alleine erkannt, das ist selten. So, und dann gucken wir mal nach ganz unten. Ja, guck. So. Ja, genau. Und nu? Jetzt bin ich auf der Seite, was soll ich machen? Ja, gibt's ja da zum Beispiel, Sie können ja da anmelden oder registrieren, Sie können ja da dann einzahlen, Sie können ja dann handeln, Sie können ja verschiedene Sachen machen. Das heißt nicht, dass Sie ja unbedingt machen, ne? Schauen Sie erstmal an. Ja, und dann? Dann können Sie sich entscheiden, wenn diese Plattform seriös ist, dann können Sie überprüfen alles, was wir immer möchten bei der BaFin und so alles. Ja, und wo verdient ihr da Geld mit dran? Wir verdienen da gar nichts, mein Lieber. Ja, aber wofür geht man dann arbeiten? Wir geben da unsere Möglichkeit, dass sie ja Reklamen machen, also für Bitpanda zum Beispiel. Ja, sieht erstmal aus wie eine seriöse Plattform, aber das ist ja dann noch nicht von euch. Also eine seriöse Plattform ruft ja nicht einfach so an. Ja, aber das ist ja eine Werbung, mein Lieber. Welche, zum Beispiel. Was denn? Werbung. Ja, Sie können da erst nachschauen und handeln können Sie ja selber machen. Das heißt nicht, dass Sie ja mit uns das machen sollen. Hm. Es ist ja eine Werbung, ne? Ja, worüber denn? Wofür ist denn die Werbung? Über Bitpanda. Okay. Sie können das schauen, überprüfen, wenn das seriös ist, dann können Sie sich anmelden und handeln, wenn Sie das wünschen.
aber ohne uns sozusagen. Wir stellen ja nur unsere, also nicht unsere Unternehmen, sondern Bitpanda stellen wir dann ihnen vor und dann, wenn sie ja interessiert sind, dann handeln sie ja da auf den Plattformen. Ja, aber jetzt habe ich noch nicht verstanden, womit ihr Geld verdient. Macht ja keiner kostenlos. Ja, aber was interessiert ja Ihnen, wenn ob wir was da verdienen oder nicht? Sie sind ja, wenn Sie seriös sind, können Sie ja also eine Registrierung machen, handeln und so weiter. Aber mich interessiert ja schon, wie der Partner von mir Geld verdient. Macht ja schon Sinn, aber die Webseite hat einen Bug, man kommt ja aus dem Video nicht mehr raus. Muss eine Seite neu laden, dann geht's. So. Also, wieso möchten Sie ja wissen, wo wir ja damit Geld verdienen, wenn Sie ja nichts davon haben? Jo. Scheiße, man will ja mal wissen, wie die Gegenseite da auch dran verdient. Ich meine, ich frage ja meine Bankberaterin auch, woran sie verdient. Kann man ja machen. Und wenn man nichts Ja, zu aber verbergen die. hat, dann kann man das ja. Ich mach mal Nein, hier auf also neues das ist ja Konto. normal. Also, wenn ich Ihnen ja das sage, wir stellen ja diese Unternehmen vor. Wenn Sie interessiert sind, können Sie sich anmelden, einloggen, investieren und so weiter. Wenn nicht, dann nicht. So, ich melde mich mal an. AGBs akzeptieren, den anderen Kram hier akzeptieren, Newsletter wollen wir nicht, Konto erstellen. So, jetzt bin ich bei Bitpanda angemeldet. Angemeldet sind Sie. Ja, ich muss jetzt noch eine E-Mail bestätigen, das dauert ein bisschen, aber in der Zeit kannst du mich auch wegquatschen. Jo, was mache ich nun? Haben Sie sich angemeldet? Ja. Ja, okay. Da gibt es ja Möglichkeiten, zum Beispiel Kryptowährungen zu kaufen und zu verkaufen. Ja, jetzt wissen Sie ja selbst, wie das funktioniert, wenn Sie ja das wissen, wie die anderen Menschen sagen, 250 oder was weiß ich. Ja? Sie kennen sich aus, nehme ich an. Ja, auskennen wäre jetzt zu viel gesagt, aber ja. Ja, also bis hier war ja mein Job, dass ich ja Ihnen das gezeigt habe, ja. Und dann wissen Sie ja selbst, was Sie ja machen sollen. Und mehr kommt da jetzt nicht. Und ne. Ach so. Ja. Das ist ja komisch. Wieso ist es ja komisch, mein Lieber? Ja, weil ich mich frage, wo du da jetzt dein Geld dran verdienst. Dein Chef muss doch dafür jetzt irgendwie Geld bekommen, damit er dich bezahlen kann. Sonst macht keinen Sinn. Also, wieso möchten Sie ja das wissen, wenn Sie ja glücklich sind selber, ich weiß nicht. Ja, weiß auch nicht. Das ist halt eine ganz normale Frage. Ja, ich sage ja Ihnen auch, bis hier war mein Job, dann können Sie ja selbst schauen oder Aha. irgendwas machen. Naja. Ja gut, und nun? Nix. Und dann, Weiter oder wie? bitte? Jetzt nix weiter oder wie? Jetzt ist ja, die Seite ist ja, Sie können ja das auch auf Deutsch machen, ne? Sie verstehen das auch. Ja, ich bin ja hier auf Deutsch. Aber was sehr auffällig ist, ist, dass ganz, ganz viele positive Bewertungen mit einmal kommen. Und dann gibt es mal wieder eine Negativbewertung über Bitpanda und dann kommen wieder ganz viele positive. Das ist auch ziemlich auffällig so. Die positiven kommen immer gleich drei, vier, fünf Stück, alle an einem Tag. Ja, aber Sie wissen, dass meisten Menschen benutzen den Namen von Bitpanda zum Beispiel, um Geld ranzukommen, ne? Sie wissen, wie das funktioniert. Ja, genau, das Deshalb. weiß ich ja, wie das funktioniert. Ja, Richtig. und man kann ja da auch schlechte Bewertungen geben, also schreiben, weil eigentlich die anderen Menschen machen da das. Also die benutzen Namen von Bitpanda. Ach so. Ja. Und dadurch nehmen die das Geld weg und dann, klar, Bitpanda ist schuld, ne? Die denken das so. Ach so. Na gut. Oder? Du wusstest ich nicht, kann ja sein. Habe ja nicht Naja, Sie gesagt, dass wissen du. es, weil wenn Sie sagen 250 und so weiter, dann, klar wissen Sie ja davon. Ja, gibt halt eine Menge Betrug, ne? Ja. Alles in Ordnung jetzt? Haben Sie die Seite? Haben Sie alles, ne? Ja, die Bestätigungs-E-Mail dauert noch, aber ja. Okay, dann. Sie können das alles da drauf schauen. Ist ja auf Deutsch und so. Richtig. Ja, dann bedanke ich mich und
wünsche ich Ihnen einen schönen Tag noch. Na dann, tüdelü. Tüdelü, tschüss. Ja, also das hier war tatsächlich mal ein Gespräch der Marke komplett skurril. Tja, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Also er hat jetzt hier wirklich nichts verkauft. Aber gut, er kann vielleicht auch einfach nur im Skript geswitcht haben, weil er gemerkt hat, dass, tja, das sonst zu Ärger führen wird. Vielleicht war es einer von den selbstständigen Betrügern, die alleine arbeiten und alleine telefonieren. Weiß ich nicht, bei ihm war es ja auf jeden Fall erstaunlich ruhig. So ähnlich ruhig wie bei dem Wilson damals. Auch wenn da so 2-3 Leute im Callcenter rumgesprungen sind. Weiß ich nicht. Wir hatten ja auch mal diesen komischen, ach, ich komme gerade nicht drauf, diesen Engländer, der sich als Engländer verkaufen wollte, aber in Wahrheit keiner war. Der hat ja auch immer alleine gearbeitet und da war auch nie jemand anderes zu hören, wenn der angerufen hat. Und der hat auch oft angerufen. Aber dieses Gespräch hier war tatsächlich mal total verwirrend, weil der Betrüger, der ist ruhig und halbwegs nett geblieben und ja, weiß ich nicht. Dass da irgendwas skurril an der ganzen Sache war, das ist da die ganze Zeit beiläufig mitgesprungen. Aber den Sinn dieses Gesprächs, ja, den habe ich komplett nicht mitbekommen. Also klar ging es irgendwo darum, mich bei irgendeiner Trading-Plattform wieder anzumelden. Ja, aber war ja nicht bei seiner Plattform, sondern bei irgendeiner. Und einen Werbelink habe ich auch nicht eingetragen. Also was das jetzt hier genau bezwecken sollte, ich weiß es nicht. Vielleicht ist das einer von diesen Calls gewesen, die uns Scambaiter so ein bisschen, ja, die Zeit verplempern sollen. Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe es nicht. Naja, aber wenn es selbst so ist, hat es den Betrügern ja auch Geld gekostet und trotzdem etwas gebracht. Auch wenn nicht viel. Machen wir mal weiter mit dem zweiten Telefonat. Hallo? Ja, hallo? Gerd Steiner, hallo? Ja? Mein Name ist Anna Stritz. Ich rufe Sie von der Handelsplattform. Ja, von Sie haben die welcher denn? Registriert. Ja? Ja, von welcher denn? Unsere Plattform heißt E-Street und Sie haben sich bei uns registriert mit unserer Anzeige Roy Investing. Stimmt das? Kann sein, ja. Sagen Sie bitte, haben Sie Erfahrung, auf dem Finanzmarkt zu arbeiten? Nee. Gut. Dann sagen Sie bitte, haben Sie verstanden, wie alles funktioniert? Haben Sie vielleicht noch Fragen für mich? Habe ich nicht verstanden, nee. Können Sie alles erklären? Ja. Okay, so, unsere Finanzunternehmen arbeitet auf dem Finanzmarkt mit Kryptowährungen, Rohstoffen, Unternehmensaktien und andere. Wir kaufen, wenn der Preis dieser Währung fällt, kaufen wir und wenn der Preis steigt, verkaufen wir. Differenz mit Kaufen und Verkaufen ist Ihr netter Gewinn. Und wir bieten unseren Kunden 2 Möglichkeiten zu arbeiten. Sie können mit unserem Bot-System arbeiten oder mit unserem Finanzexperten. Der Bot-System ist ein Algorithmus. Er handelt für Sie automatisch. Und er arbeitet nach einem Algorithmus und schließt für Sie ein bisschen 10 oder 15 Deals pro Tag. Und so, es ist ein Algorithmus und es geht nie in den Minus. Und unser Expert ist ein Arbeiter und der Finanzexperte berät Sie persönlich, wo Sie aktuell investieren sollten und erklären Ihnen, wie man überhaupt auf dem Finanzmarkt Geld verdienen können. Und so, mit unserer Botschaften, Sie können verdienen ab 50% Profit pro Monat und mit unserem Expert, Sie können verdienen ab 70% Profit pro Monat. Aha. So, ja. Um auf dem Finanzmarkt zu arbeiten, Sie brauchen Ihr Handelskonto zu aktivieren mit unserer Handelsplattform. Und für es, wir brauchen mindestens Kapital. Es ist 250 Euro. Aber Sie können mehr erzahlen, wenn Sie wollen. Und es ist nicht Zahlung, aber es ist Ihre Investition. Und mit diesem Geld, Sie arbeiten mit Hilfe auf unsere Expert oder Bot-System auf dem Finanzmarkt und verdienen Ihre Profit. Aha. So. Ja. Und so, was ist besser für Sie? Vielleicht Bot oder Expert? Weiß ich nicht, was ist denn da besser? Expert besser. Okay, dann nehmen wir das. Okay, dann sagen Sie ein bisschen, haben Sie Interesse, mit uns zu arbeiten? Möchten Sie probieren, diese Konto zu aktivieren oder? Wieso probieren? Welches Problem? Wieso probieren? Ah, okay. Dann sagen Sie bitte, haben Sie Mastercard oder Visa oder vielleicht Girokonto?
Wieso probieren? Wieso probieren, ja. Okay, und dann sagen Sie mir bitte, haben Sie... Wieso probieren? Haben Sie 3D mit Ihrer Visa? Wieso probieren? Haben Sie 3D? Wieso probieren? Können Sie auch Fragen beantworten oder klappt das nicht? Ja, Sie können mit Visa probieren, aber sagen Sie bitte, haben Sie 3D mit dieser Visa? Ja, aber wieso probieren? Okay, dann kann ich Sie jetzt schicken, Daten per E-Mail zum Beispiel oder per WhatsApp. Und Sie können Ihre Konto aussehen und dann machen alles selbst. Was war nochmal der genaue Grund Ihres Anrufs? Wiederholen Sie bitte. Was war nochmal der genaue Grund von Ihrem Anruf? Sie haben sich bei uns registriert mit unserer Anzeige Roy Investing. Und was war jetzt der Grund des Anrufs? Sie haben sich registriert bei unserer Plattform mit unserer Anzeige Roy Investing, um Kapital zu verdienen auf dem Finanzmarkt. Ja, und was ist der Grund Ihres Anrufs? Der Grund meiner Anruf ist, dass Sie haben sich bei uns registriert, um extra Geld zu verdienen mit unserer Hilfe auf dem Finanzmarkt. Mit Ihrer Hilfe? Okay. Aber warum beantworten Sie dann keine Fragen? Ich habe sich nicht gehört. Entschuldigen Sie mich bitte. Ich habe schlechte Verbindung hier. Das liegt nicht an der Verbindung. Das liegt wohl eher von dem, oder an dem Headset, was aus dem Sperrmüll kommt. Spam? Nee, Sperrmüll. Nein. Sagen Sie bitte, haben Sie sich registriert für Anzeige Roy Investing oder vielleicht Bitcoin Code oder Tesla? Was? Haben Sie sich interessiert über zusätzliches Einkommen auf dem Finanzmarkt? Sagen Sie mir bitte. Ja. So, es ist der Grund, warum rufe ich Sie an und ich kann Sie helfen, Ihr Konto zu aktivieren und dann Sie können mit diesem Konto arbeiten auf dem Finanzmarkt. Okay, aber wie machen Sie das genau? Weil Sie können ja gar nichts. Also, haben Sie WhatsApp unter dieser Nummer? Atmen fällt schon schwer, oder? Ich kann Sie alle Daten per WhatsApp schicken oder per E-Mail, wie Sie wollen. So, aber mit dem Deutsch müssen wir das nochmal üben, ne? Weil irgendwie funktioniert das ja mit der Kommunikation gar nicht. Ich verstehe Sie sehr schlecht. Können Sie bitte Deutsch sprechen? Das merke ich schon, aber ich glaube, ich rede deutlich genug. Das ist ja schon Hochdeutsch. Also Hochdeutscher kann man eigentlich gar nicht Deutsch sprechen. Also, aber ich bin Ausländer ein bisschen. Ja, das weiß ich. Ja, ich konnte aus England. Das glaube ich nicht, aber okay. Sie brauchen andere Personen? Ja. Mit besser Deutsch? Ja, aber da versteht man ja überhaupt nichts. Das ist ja komplett Quatsch. Das ergibt ja gar keinen Sinn hier. Okay, dann vielleicht können Sie mit unserem Expert morgen um 10 Uhr sprechen? Nee, da bin ich kacke. Nee. Ich verstehe Sie nicht. Sagen Sie mir bitte, haben Sie Interesse mit uns zu arbeiten oder nicht? Ja, natürlich. Dann wollen Sie Ihr Konto aktivieren oder nicht? Ja, natürlich. Können Sie diese Daten schicken für WhatsApp oder für E-Mail? Welche Daten? Kontodaten für Anmeldung. Ach so, und was hat man davon? Wir haben zwei Möglichkeiten. Ich kann Sie diese Daten schicken für E-Mail oder für WhatsApp. Ja. Sie können mir bitte sagen, welche ist besser für Sie, WhatsApp oder E-Mail? Na, WhatsApp sowas habe ich nicht. Das E-Mail, ja? Ja, kann man zum Beispiel machen, ja. Okay, dann ich schicke Sie alles per E-Mail jetzt und Sie können alles sehen und probieren zu aktivieren Ihre Konto, ja? Aber warum probieren? Sie können es aktivieren, wann Sie wollen jetzt. Ja, aber wieso probieren? Ich will es ja nicht probieren, ich will es ja machen. Gut, dann können Sie es machen. Und noch einmal bitte sagen Sie mir bitte, haben Sie Visa, ja? Was? Sie haben Visa-Karte, ja? Was ist denn das? Haben Sie Kreditkarte Visa oder Mastercard? Nee. Girokonto? Was? Girokonto haben Sie was? Ja. Okay, dann können Sie dieses Konto aktivieren zur Banküberweisung, ja? Ich kann das auch per Karte bezahlen. Karte bezahlen. Aber wenn Sie haben keine Visa oder kein Mastercard, dann können Sie nicht bezahlen mit unserer Plattform. Ja, das habe ich. Visa oder Mastercard? Ja, genau. Nein, Visa oder Mastercard? Welche Karte? Ja, habe ich. Welche Karte haben Sie? Visa oder Mastercard? Habe ich beide. Beide? Ja. Also, okay. Dann sagen Sie bitte, haben Sie 3D Secure mit dieser Karte? Was ist das? Ein 3D-Drucker also, auf der Karte? Nee, das habe ich nicht. Ja, wenn Sie, zum Beispiel, wenn Sie zahlen durch
Internet, dann brauchen Sie eine Code stellen, mit Ihrem Handy oder mit Code stellen, Code Wörter oder Code Zahlen. Was ist das? Das ist ein 3D-Drucker. Ich habe keinen 3D-Drucker, habe ich nicht. Mhm. Okay, dann können wir versuchen, mit dieser Karte für Plattform alles machen, aber ja. Wenn Sie haben 3D-Drucker, dann vielleicht es geht nicht und dann können Sie Banküberweisung tätigen. Na, wozu brauche ich denn so einen 3D-Drucker? Ich schicke Sie jetzt alles und Sie können alles selbst sehen, okay? Wie geht das? Ich kann Sie alles jetzt schicken per E-Mail und Sie können alles selbst sehen und machen. Also ganz alleine dann? Ja. Also ohne Sie? Ja. Aber ich dachte, Sie helfen. Ich kann Sie helfen, wenn Sie wollen. Ich kann Sie alles schicken und wir können es per Telefon machen. Haben Sie schon geschickt? Nein, ich schicke Sie jetzt alles. Sagen Sie bitte, Ihre E-Mail ist gerold.steine@mdccfan.de, ja? Nee, .de, nicht dort. .de. .de, aha. Ja. Okay, dann schicke ich Sie jetzt alles, danke. Ja, und dann? Und dann rufe ich Sie später an. Nee, später geht nicht. Ich gehe gleich spazieren. Ja, und dann hat sie einfach das Gespräch abgewürgt und beendet, ohne sich zu verabschieden. Tja, so stellt man sich doch das Betrügergespräch wieder vor. Einfach nur Wahnsinn. Die versucht, mich hier voll zu lutschen von A bis Z. Nichts davon ergibt im Ansatz Sinn. Sie sagt mir die ganze Zeit, sie ist zum Helfen da und dazu meine Fragen zu beantworten. Und absolut jede Frage, die ich ihr gestellt habe, hat sie entweder gar nicht erst drauf reagiert, ja, oder sie halt auch einfach nicht beantwortet. Oder beides. Einfach nur Wahnsinn. Tja. Und dass die sich hier natürlich nicht nochmal in dem Zusammenhang gemeldet hat, ich glaube, das könnt ihr euch auch vorstellen. Die wollte mich einfach nur loswerden und irgendeine E-Mail zuschicken, die ich sowieso nicht finde. Bei den 1000 E-Mails, die ich da bekomme, ist es tatsächlich schon fast unmöglich geworden, in diesem Postfach, was ich da bediene, noch irgendwie was rauszufiltern, rauszufinden. Denn wenn E-Mails kommen, dann kommen immer gleich 100 Stück mit einmal. Mindestens. Naja. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt's mir gerne mit einem Daumen nach oben. Schreibt gerne noch was in die Kommentare, was ihr so über unsere beiden Betrüger von heute denkt. Wer möchte, kann auch gerne mal über die Links in der Videobeschreibung auf Social Media vorbeischauen. Gerne auch mal auf TikTok. Jetzt seht ihr noch eine Playlist mit vielen weiteren Angeboten. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.